Wie heißt es so schön, du bist, was du isst? Vielleicht sollte es umgekehrt sein und umgekehrt heißen, du isst, was du bist. Ernährungslehren, Ernährungsratschläge sind etwas, was regelmäßig scheitert. Seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die Zeitschriften sind voll davon. Und trotzdem ist das Problem im Frühjahr eines jeden Jahres immer wieder dasselbe. Warum das so sein muss und warum vielleicht etwas tiefer und etwas gründlicher bei diesem Thema nachgedacht werden sollte, das ist Gegenstand des folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wie ist das zu verstehen, wenn man jetzt sagt oder wenn du sagst, nicht du bist, was du isst, sondern du isst, was du bist? Du verwirrst mich jetzt. Wir müssen am besten, damit wir diesen Spruch gut als Einstieg verwenden können, dass du bist, was du isst, müssen wir mal Essen gegen Mampfen austauschen. Okay. Sonst kommen wir mit dem Wortspiel hinterher völlig durcheinander. Also normalerweise sagt man aus der bisherigen Ernährungslehre, Ernährungserfahrung heraus, der Mensch isst, was er isst, also was er mampft. Mhm. Oder was er verzehrt. Der Mensch isst, was er verzehrt. Und wenn das so wäre, dann müssten gesunde Lebensmittel gesunde Menschen zur Folge haben. Richtig. Wenn man jetzt seinen Sehsinn dazu nutzt, um wirklich hinzuschauen und stellt sich für eine halbe Stunde an den Eingang eines Naturkostladens oder eines Bio-Supermarktes, dann sieht man viele Menschen ein- und ausgehen, aber nur ganz wenige, die auch nur gesund aussehen. Also scheint an dieser behaupteten Kopplung, gesunde, hochwertige Lebensmittel erzeugen gesunde Menschen, etwas nicht zu stimmen. Und das ist etwas, was mir schon vor vielen Jahren aufgefallen ist, noch lange bevor mir diese Mechanismen, die dahinter stecken, klar sind. Wenn wir jetzt, also wir müssen im Prinzip jetzt mal als Verdachtsmoment davon ausgehen, dass es Lebensmittel gibt, die zweifellos hochwertig sind. Über Lebensmittel müssen wir auf jeden Fall sprechen, was die Qualität eines Lebensmittels ausmacht. Und auf der anderen Seite der Mensch mit seinen Bedürfnissen und seiner Ansprechbarkeit auf Lebensmittel, die seiner Gesundheit, seiner Ernährung, seinem Überleben dienlich sein sollen. Also es scheint auf jeden Fall etwas zu sein, was wir voneinander trennen müssen. Es entsteht der Verdacht, und das wird sich im Laufe unseres Gesprächs bestätigen, dass dieser Spruch, du bist, was du isst, also was du verzehrst, etwas einen manipulierenden Charakter hat. Also etwas ist, was den Versuch beinhaltet, zwangsweise, ähnlich wie mit einem Medikament, Gesundheit zu erzeugen. Und so sind ja auch alle Ernährungslehren, alle bekannten Ernährungslehren aufgebaut. So verkauft es auch die biologisch orientierte Industrie, es ist ja inzwischen auch eine Industrie geworden, die den Eindruck erwecken will, wenn du nur etwas Gesundes verzehrst, ich könnte jetzt gehässig sein, sagen, wenn du nur eine Kopfschmerztablette nimmst, dann sind die Kopfschmerzen weg. Wenn du ein gesundes Lebensmittel verzehrst, dann wirst du zwangsläufig gesund, allein aufgrund der Tatsache, weil du das isst. So, und das ist, wie gesagt, mit einer kurzen Überprüfung am Eingang eines Naturkostladens nicht zu widerlegen. Also jetzt sind wir aber noch nicht bei dem Umkehrschluss. Nein, zu dem kommen wir jetzt. Bei dir heißt, der Mensch isst, was er isst. Der Mensch isst, was er und isst. Und der Mensch umgedreht isst, also mampft, was er isst. Verzehrt, was er isst. Ja. Verzehrt, was er isst, würde jetzt, und das ist das, was mir wichtig ist, als vielleicht sogar als Kernbotschaft, als Anregung aus unserem heutigen Gespräch zu vermitteln. Wenn ich so esse, wie ich bin, also so wie ich mein Leben verstehe, so wie ich glaube, dass bestimmte Dinge gesund sind, nützlich sind, um mein Überleben zu gewährleisten,
dann esse ich nach meinem Glauben und das ist ein sehr entspannendes Erlebnis, weil ich ja meine Glaubenssätze befriedige, so wie andere eine Krankenversicherung abschließen, um sich zu entspannen, weil sie sich versichert und abgesichert fühlen. Also wenn man jetzt umgekehrt tatsächlich das ist, woran man glaubt, das wäre jetzt eine andere sprachliche Formulierung, dann würde das entspannen. Und Entspannung wiederum führt zur Aktivierung des, oder ist mit der Aktivierung des Parasympathikus, also des Heilnerves, verbunden und würde dann überhaupt erst die Voraussetzung für Heilung, Regeneration und damit für Vitalität, Kraft und Lebendigkeit schaffen. Wenn wir das nochmal rumdrehen, ganz, was du ganz am Anfang gesagt hast, würde das ja bedeuten, wenn ich gegen meine Glaubenssätze, gegen meine Überzeugung mir gesunde Ernährung reindrücke, ist das etwas, was mich nicht nur nicht gesund erhält, sondern was mir Probleme oder Unwohlsein und Unbehagen schafft und generiert. Also wenn ich zwar mathematisch und naturwissenschaftlich nachgewiesen, das ist alles hochwertig und, aber ich mag es nicht, ich will es nicht, ich habe Aversion dagegen, dann tue ich mir trotz aller naturwissenschaftlicher Nachweise keinen Gefallen. Das ist die Aussage auf den Punkt gebracht. Ja. Das Essen entgegen dem, was man essen will und das Essen wollen, resultiert aus Glaubenssätzen, die letztendlich schon in der Kindheit verankert werden, geprägt vom kulturellen Umfeld. Werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen im Laufe unseres heutigen Gespräches. Aber dieses Essen gegen die Lust erfordert Kontrolle und Disziplin. Jetzt passiert Folgendes. Einmal, vorausgesetzt, jemand ernährt sich tatsächlich allein schon im Übermaß. Es ist oftmals auch nur eine Frage der Menge, noch nicht mal so sehr der Lebensmittel, sondern der Menge. Wenn jemand seine mit Kontrolle und Disziplin aufgrund eines erlernten, erworbenen Wissens seine Lebensweise, seine Ernährung verändert, dann wird er möglicherweise, und das ist ja das, nein, nicht möglicherweise, sondern tatsächlich in sehr vielen Fällen zunächst mal eine Erleichterung verspüren. Wenn jemand fastet, wird er auch in den ersten Tagen eine Erleichterung verspüren, die nichts mit Gesundung zu tun hat, sondern mit der Entlastung des Magen-Darm-Traktes, allein schon durch das Wegfallen eines Übermaßes an Lebensmitteln, vielleicht sogar an passenden, gesunden Lebensmitteln. Aber das Übermaß, was sich in Kalorien auch beziffern lässt, wobei sonst Kalorienzählen eine vollkommen sinnlose Angelegenheit ist, macht weder dick noch dünn. Aber dieses Wegfallen des Übermaßes, Wegfallen der Belastung führt schon zu einer Verbesserung. Aber die erlischt in dem Augenblick, wo der Fastenprozess vorbei ist und in dem Augenblick, wo man eine erzwungene, gesunde Ernährung auch nur vorübergehend für Tage oder Wochen vernachlässigt, treten auch die alten Beschwerden sofort wieder auf. Wenn sie nicht schon mit Zeitverzug, das können Tage, Wochen, Monate, manchmal auch Jahre sein, sich nach und nach wieder einschleichen, obwohl der Betreffende sich gesund ernährt. Und das hängt mit diesem ganz einfachen Phänomen zusammen, dass Kontrolle und Disziplin immer letztendlich gegen das eigene Leben gerichtet sind und eine permanente Anspannung erzeugen, eine permanente Sympathikotonie. Da hatten wir schon einmal beim Thema Mineralien bei einer unserer früheren Begegnungen gesprochen. Und diese chronische Anspannung verhindert Heilung, verhindert Regeneration, verhindert die Aktivierung des Parasympathikus. Und damit kann man nicht vital und kraftvoll bleiben. Also es geht praktisch über die lange Sicht mit gesunder Kost kontinuierlich bergab. Und das ist etwas, was auch die Geschichten vieler Pioniere in der Ernährungsforschung, in der ersten Welle echter Ernährungswissenschaft, die wohl als Nebenkriegsziel 1945 stillschweigend eingeäschert wurde, auffällt. Ich habe viele dieser Geschichten gelesen, also der Lebensgeschichten dieser Pioniere, und festgestellt, dass sie zum einen aufgrund einer eigenen schwerwiegenden Erkrankung überhaupt zum Thema Ernährung gekommen sind, dass sie damit eine erhebliche Verbesserung erzielen konnten, unter Umständen auch sogar Beschwerdefreiheit, aber dass selbst nach Jahrzehnten noch der geringste Ernährungsfehler Aussetzen dieser Linie für ein paar Wochen zum Wiederaufflammen der alten Krankheiten, auch vorwiegend der schwerwiegenden Krankheiten, sonst bewegt sich ja kein Mensch, tatsächlich führt. Ja. Wenn man jetzt die andere Seite sich vorstellt und sagen würde, oder das ist die Frage, es geht um die Lust, es geht nicht um den Zwang, es geht nicht um den Druck, es geht nicht um Vernunft und Regelwerk und Disziplin und all die ganzen Geschichten,
die nicht zu dem führen, was ich letztendlich erreichen möchte, sondern wenn ich jetzt wirklich der Lustesser bin und die Dinge, die mir schmecken, die positiv sind, die ich als positiv empfinde, gleichwohl aber ein Quantitätsproblem entsteht dadurch, kann das ja auch nicht die Lösung sein. Das ist auch ein Drehen in einem Teufelskreis, ja. Weil man letztendlich auch hier in derselben Problematik immer noch verhaftet ist, sich selber nicht richtig zu verstehen. Die Frage nach der Lust auf ein bestimmtes Lebensmittel könnte jetzt bei einem natürlich gesunden Geschmacksempfinden, was aber ein moderner Mensch praktisch nicht mehr hat, könnte und würde dann zwangsläufig dazu führen, dass ähnlich wie es früher in der traditionellen Landwirtschaft vor vielleicht 100 Jahren noch praktiziert wurde, weiß jeder ältere Bauer wahrscheinlich heute noch, ist die Kuh krank, legt man ihr, wenn sie nicht mehr aus dem Stall kann, verschiedene Häufchen mit unterschiedlichen Kräutern hin und die Kuh frisst genau das, was sie braucht, um gesund zu werden, was sie draußen auf der Weide sowieso täte. Also wird sich der Situation entsprechend das instinktiv das Passende auswählen. Diese Fähigkeit hat prinzipiell auch der Mensch, nur ist sie völlig verschüttet. Und das, was sich bei modernen Menschen drüber gelegt hat, ist ein Bündel an Glaubenssätzen, die gesellschaftlich kulturell verankert sind und auch regional sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich habe lange in Bayern gelebt und in Bayern ist es völlig normal, Bier als ein flüssiges Nahrungsmittel zu betrachten. Ja, und ohne eine Maß Bier mittags und vielleicht noch ein paar Mal in der Woche eine kräftige Schweinshaxe ist der Mann halt kein gestandenes Mannsbild. Und das setzt sich in vielerlei Richtungen fort. In anderen Gebieten, wenn wir jetzt nur hier innerhalb Deutschlands eine virtuelle Reise machen, wird man zum Beispiel in Westfalen und generell auf dem Land sicherlich eine Favorisierung fetter und fleischreicher Kost finden. Und sei es nur, weil früher Fleisch etwas war, was sich nur die Wohlhabenden leisten konnten und damit indirekt unbewusst mit Wohlstand assoziiert wird, also nicht nur Freitagsfisch und den Sonntagsbraten, sondern gleichgültig, wo es herkommt, jetzt halt jede Woche. Und diese Verknüpfung zwischen Fleisch macht stark, Fleisch gibt Eiweiß oder jeden Tag ein Glas Milch, das sind solche Glaubenssätze, die ein Kind von den Eltern, ohne es wirklich lernen zu müssen, aufnimmt und übernimmt. Ja. Und es sind solche Glaubenssätze, die in der Tiefe das Lustempfinden und Ernährungsverhalten des modernen Menschen bestimmen. Das hat mit instinktivem Essen gar nichts zu tun. Das Ergebnis, die Erfahrung der Lust, ich will das jetzt essen. Ja, und in der ganzen Bandbreite zwischen irgendeinem Zucker, Süßigkeiten, Schokoladenriegel und einem Löwenzahnblatt, erfahren wir immer als Lust auf etwas. Aber der bestimmende Faktor, der das Verhalten und letztendlich die Lust erzeugt, sind diese Glaubenssätze. Sofern sie nicht erkannt werden und man praktisch zu diesem Punkt zunächst mal mit seinem Bewusstsein und diesem Aha-Erlebnis, also das ist das, was mein Ernährungsverhalten bisher bestimmt hat, zurückkehrt, das ist eine Positionsbestimmung. Um von dort aus dann zum ersten Mal wirklich aufzubrechen und diese natürliche Geschmacksintuition, die der Mensch genauso wie jedes Tier hat, wieder freizulegen. Nur sollen wir das ja auch gar nicht. Ich meine, das, was du gerade beschreibst, ist ja nicht das unbedingt, was ich in der Sozialisation von den Eltern lerne, sondern das, was die Eltern schon wiederum aus Medien und Ernährungsempfehlungen letztendlich einen Industrielobbyismus erfahren haben. Und insofern ist dieses Instinktive, von dem du sprichst, ja quasi zugekleistert und überfrachtet mit werblichen Botschaften, warum was gut ist und warum was ganz wichtig und nötig ist. Während, wenn man diesen Schrott mal beiseite schöbe, wäre das eigentliche instinktive Ernährungsempfinden wahrscheinlich wieder vorhanden. Das würde möglicherweise, das ist natürlich eine sehr, sehr fiktive und klar. Das ist eine verlockende Betrachtung, weil sie ist ja leider nicht von dieser Welt zu glauben, dass die Nahrungsmittelindustrie, deren Monopolisierung ja rasant fortschreitet, da auch nur einen einzigen Schritt zurücktreten würde.
Es ist ja eher so, dass man die Bewegungen Richtung Gesundheit instrumentalisiert. Also nachdem die Menschen feststellen, dass die Leben, also ein kleiner Kreis feststellt, die konventionellen Lebensmittel, die dienen bestenfalls noch als Füllstoffe, aber noch nicht mehr als Nahrungsmittel und schon gar nicht mehr als Lebensmittel. Ich unterscheide in der Wortwahl strikt. Ja. Zu Recht. Und diese Füllstoffe will man natürlich weiter verkaufen. Jetzt gibt es einen zuwachsenden Kreis von Menschen, siehe Krankheitsartenstatistik, die zunehmend unter chronischen Beschwerden leiden. Es gibt, also ich habe in meiner gesamten, auch medizinischen Zeit nicht einen einzigen gesunden Menschen kennengelernt. Und ich habe nicht wenige in der Sprechstunde und in der Begleitung erlebt. Diese Menschen machen sich auf, sie entdecken dann gesündere Lebensmittel, das was heute unter der Überschrift Bio auch auf dem Wege in die industrielle Monopolisierung ist. Und dann werden solche ursprünglich mal wertvollen Ansätze aufgegriffen, unterlaufen und werden ebenfalls aufgesogen in dieser Konzernwelt. Also da wird sich sicherlich nichts ändern. Insofern müssen wir uns, wenn, dann die Frage stellen, wie gelingt es, diese Intuition für dieses Geschmacksempfinden, für das natürlich gesunde Lebensmittel, was jetzt im Moment zu mir passt, zu meiner Stimmung, zu meiner körperlichen Belastung, zur Jahreszeit, zu all dem, was meine jetzige Lebenssituation ausmacht, wieder zu wecken. Ja. Nicht als strikte Regel, denn das ist genau das, was nicht funktioniert. Ja. Wobei die Einschränkung, die du gerade gemacht hast, völlig richtig ist, gleichwohl könnte man, und da sehe ich schon auch in gewissen Formen Hoffnungsschimmer, das Ganze dadurch umgehen, dass ich diesen ganzen Industriebereich, auch wenn er jetzt biologisch industriell mit irgendeinem komischen EU-Bio-Siegel, was auch nur Schrott ist, außen vor lasse und sehr viel bewusster regional die Dinge bei meinem Bauern oder so etwas besorge, da habe ich dann schon die Chance, auch dieser anderen Falle, die du wunderschön beschrieben hast, zu entgehen. Aber das ist natürlich mühsam. Und in dem Moment, wo ich jetzt eben statt in dem Supermarkt, in dem Bio-Supermarkt auch alles wieder mundgerecht geliefert bekomme, bin ich in derselben Falle nur eben etwas abgeschwächter drin. Ja. Das, was du gerade ansprichst, diese Bevorzugung des regionalen Einkaufs beim Bauern um die Ecke, ist sicherlich auch in der heutigen Zeit, ich würde sogar sagen, fast der einzige Ansatzpunkt. Denn die wenigsten können oder haben ausreichend Zeit, einen eigenen Gemüsegarten zu bewirtschaften. Und in der Stadt geht es ohnehin nicht. Und so einen Jute-Sack aus dem Fenster zu hängen, wie man es in südamerikanischen Großstädten macht, um sich dann seine Kiwi und Petersilie oben außen hängend an der Fassade des Hochhauses zu zupfen und zu ziehen, ist hier auch nicht unbedingt so ohne weiteres umsetzbar. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich dann auch gegen irgendwelche Außenwandsgestaltungsparagrafen verstößt oder so etwas. Genau, der nackte Beton ist schöner als die Jugendsack. Ja, das, also da muss man dann schon sind wir uns ganz einig, völlig klar sein, dass da bestimmt irgendwelche Paragraphen eine Rolle spielen. Ja. Jetzt weißt du, und das finde ich bei dem Thema Ernährung, und da wird es dann für mich extrem spannend, darauf hin, dass wir, wenn wir uns den Begriff der Ernährung und was zur Ernährung dient, sind wir ja fokussiert auf die Dinge, die wir im Restaurant oder im Supermarkt kaufen können oder zu uns nehmen können. Also, wie du jetzt gleich sagen wirst, das ist das Ende bei dem Thema Ernährung. Man sollte aber mal ganz woanders anfangen. Ja. Also der Bogen, was Ernährung ist, ist nicht zu fokussieren oder es begrenzt sich dieses Thema nicht auf das, was ich nachher physisch an Produkten zu mir nehmen kann. Da steige ich gerne drauf ein. Ich möchte nur kurz noch ergänzen zu dem, was du so für mich entscheidend wichtig für die praktische Vorgehensweise ins Spiel gebracht hast, nämlich dieses regionale Einkaufen, die Geschichte des Lebensmittels zu kennen. Ich nehme das jetzt, weil du es gerade aufgegriffen hast, vorweg, sonst kämen wir später zwangsläufig nochmal drauf. Die Lebensmittel werden auch aus Sicht des ganzheitlich denkenden Menschen, also diejenigen, die wirklich ernsthaft organische, ökologische Landwirtschaft betreiben,
fatalerweise einfach immer nur nach ihrem substanziellen Gehalt. Also was enthalten sie an Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten, Mineralstoffen, zentralstes Thema überhaupt, obwohl das sogar eher an den Rand gestellt wird, genau. Begutachtet. Dann vielleicht noch Biophotonenforschung nach POP, wie viel Licht enthalten sie, strahlen sie aus, aufwendig zu messen. Und aber es mag genügen, Rand, ja. Mag genügen zu wissen, dass ein hochwertiges Lebensmittel eine stärkere Biophotonenemission hat, mehr Licht abstrahlt, also auch enthalten muss als ein konventionelles. Das, worauf ich hinaus will, ist ein ganz entscheidender fehlender Aspekt, der in der Homöopathie hingegen wohl bekannt ist. Und das ist der informative Gehalt eines Lebensmittels, der aus seiner Entstehungsgeschichte resultiert. Und so wie es für einen Homöopathen selbstverständlich ist, dass man Wasser informieren kann, um es dann auf Kügelchen aufzuspritzen oder in Ampullen abzufüllen und damit tatsächlich Auswirkungen zu haben, steuernde Auswirkungen im Organismus, ist das auf jede materielle Substanz anzuwenden. Und wir kennen es auch aus der technischen Welt. Wenn ich eine CD oder eine DVD in die Hand nehme, dann ist das eine definierte chemisch-physikalische Struktur. Wenn ich das analysiere, habe ich eine bestimmte Menge an chemischen Elementen, kann sie aber ganz unterschiedlich bespielen. Ich kann ein Gespräch aufnehmen, ich kann Heavy-Metal-Musik aufnehmen, ich kann klassische Musik aufnehmen. Also ein und dieselbe materielle Struktur kann ganz unterschiedliche Informationen beinhalten. Und das ist etwas, was für die Transparenz der Lebensmittelkette eine ganz und gar nicht hoch genug einzuschätzende Bedeutung hat. Denn wenn ich die Geschichte des Lebensmittels kenne, des Tieres, dessen Fleisch ich verzehre oder der Pflanze, die ich verzehre, dann habe ich die Möglichkeit, diese Geschichten zu erkennen und sie unter Umständen, wenn ich in mir Auswirkungen auf dieses Lebensmittel habe, die Verbindung zu meiner eigenen inneren Geschichte herzustellen. Also im Grunde genommen muss man nur das, was das bekannte Prinzip in der Homöopathie ist, generalisieren, verstehen, dass das auch für Lebensmittel gilt. Und dass es eben einen gewaltigen informativen Unterschied macht, ob ich nun Fleisch aus irgendeiner Massentierhaltung verzehre oder von einem Biobauern, dem seine Tiere salopp gesagt am allerwertesten vorbeigehen, oder einem Biobauern, der seine Tiere tatsächlich wertschätzt und wie, was es ja durchaus auch als eine neue Mode gibt, mit ernstzunehmendem Hintergrund streichelt. Ja, aber die Biobauern, die ich kennengelernt habe, die treten ihre Kühe genauso gut wie jeder konventionelle Bauer. Die kriegen vielleicht weniger Chemie. Damit bist du bei dem Thema Information. Lass mich da bei der, weil du das angesprochen hast, Pflanze und Tier, ganz kurz die Klammer aufmachen. Du hast es in einem Atemzug genannt. Ich höre jetzt kein Plädoyer bei der gesunden Ernährung für vegetarische Kost. Ist die Bedeutung auch eines Umgangs mit der Pflanze vergleichbar mit dem Umgang mit einem Tier? Das heißt, muss ich hier genauso achtsam oder müsste ich, wenn ich das ganze Thema ernst nehme, genauso achtsam damit umgehen? Und ergibt sich jetzt daraus nicht zwingend, nur weil Pflanzen keine Augen haben, dass ich ein Protagonist vegetarischer Ernährung sein muss, wenn ich überhaupt auf das Thema gesunde Ernährung oder gesund erhaltende Ernährung fokussiere? Also das spricht ja einen emotional hoch aufgeladenen Bereich an. Etwas, was ich in meinem täglichen Tun auch immer wieder erlebe, weil ich halt sehr viel auch Vegetarier, Veganer begleite, die einen sehr großen Anteil der Menschen ausmacht, die sich auf den Weg gemacht haben, dieses System, die Zeit, in der wir leben, kritisch zu hinterfragen. Also natürlich ist uns das Tier mit seinen Augen und seinem Dasein sehr viel näher, das Säugetier vor allen Dingen, als eine Pflanze. Allerdings ist es eine Gefühlsduselei, die an der Natur völlig vorbeigeht. Und die Problematik, über die wir uns im Kern unterhalten müssten, ist jetzt weniger die Frage, ist es jetzt eher angemessen, sich von Pflanzen zu ernähren oder vielleicht sogar die Pflanze nicht töten zu wollen und stattdessen nur deren Früchte zu essen, auch wenn ich nach anderthalb Jahren dafür dritte Zähne brauche. Denn es ätzt nachweislich über kurz oder lang die Zähne weg. Bei
Sonnenköstlern, also die tatsächlich vorzugsweise Obst verzehren, ist das ein riesengroßes Thema. Oder gehe ich noch einen Schritt weiter und will noch nicht mal mehr den Apfel essen, denn der könnte ja ein Baum werden, und gehe dann gleich zur Lichtnahrung über. Es geht jetzt überhaupt nicht darum, das in irgendeiner Form zu bewerten, sondern letztendlich, wenn man sich an den natürlichen Gesetzmäßigkeiten orientiert, sind all diese verschiedenen Ernährungsweisen nebeneinander zu stellen. Die hängen ab von den Glaubenssystemen der jeweiligen Menschen, vom Kulturkreis, von vielen weiteren Aspekten, die darüber entscheiden, ob so etwas dann für den Einzelnen gesund ist. Das Thema, um das es in der Tiefe geht, ist die Auseinandersetzung mit Leben und Tod. Denn die Endlichkeit, zu erfahren, ist eine, und auch die Endlichkeit eines Tieres ist jetzt die Erfahrung letztendlich auch der Begegnung mit, oder die Erfahrung der eigenen Endlichkeit oder diese zwangsläufige Auseinandersetzung. Und das ist an sich der tatsächliche hochproblematische Themenkreis, über den wir sprechen müssten, wenn wir diese sehr dogmatisch und sehr emotional geführte Diskussion wirklich verstehen wollen. Und die Auseinandersetzung mit Leben und Tod, was Leben wirklich ist, was Tod wirklich ist, dass das nur zwei verschiedene Seiten ein und derselben Medaille sind, das ist an sich das, was zur Befreiung des Themas von jeder Emotionalität führt. Und dann werden und wiederum auch zum Ende irgendeiner, ich sag mal, rigoristischen Empfehlung, nur das sei gut und das andere sei problematisch, um es höflich zu sagen. Ja, es ist letztendlich das Klären und sich zurückziehen auf eine strikt naturwissenschaftliche Position. Also sich aus den individuellen Ängsten, es sind ja Ängste, über die wir hier sprechen, ist die Angst vor dem Tod, ist die Angst der Auseinandersetzung mit Aggressivität, Farbe Rot, Blut, die hier sehr stark herausgefordert wird. Bei mir hat es in der Vorgehensweise, in der Begleitung von Menschen dazu geführt, dass ich bei jemandem, der aufgrund seiner Glaubenssätze oder weil er nach Herauswachsen aus seinen Glaubenssätzen nach wie vor das Verlangen hat, Fleisch zu essen. Das ist ja nicht bei weitaus jedem der Fall. Ich habe auch selber jahrelang kein Fleisch gegessen, weil ich einfach keine Lust drauf hatte. Und so wie jemand aus den Glaubenssätzen, über die wir vorhin gesprochen haben, herauswächst und dann mit seiner Geschmacksintuition immer noch die Anbindung an Fleisch hat, der wird Fleisch essen, es wird ihm gut bekommen und es wird sein Leben nähren. Bei einem anderen ist es nicht der Fall. Und das, worauf wir uns letztendlich nur begründen können, ist diese nüchterne Betrachtung dieses Nebeneinanders, des wertfreien Nebeneinanders dieser verschiedenen Wege. Ja. Nur wenn jemand dann Fleisch isst, dann sollte er, und das ist dann das, was ich zur Auflage mache bzw. anrege, mindestens beim Töten eines Tieres, was er später verzehrt, dabei sein, um nicht abstrakt ein Stück Fleisch zu verzehren. Das ist leicht, das kann jeder. Aber dabei zu sein und dann mit dem gebotenen Respekt für dieses Lebewesen, was sein Leben gegeben hat, damit das Leben eines Menschen, der das Fleisch verzehrt, weitergehen kann, dieses Lebensmittel zu verzehren. Das ist das, was wir von den Indianern kennen, wenn sie sich bei dem Bruder Büffel dafür bedanken, ganz genau, dass sie, bevor sie ihn töten, als Nahrung und Lebensmittel, wirklich Lebensmittel, für sich verwenden. Also dieser Respekt und diese Achtsamkeit dem Tier gegenüber. Und ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Das gilt natürlich auch für das Leben. Also alles, was mit Massentierhaltung, und zwar nicht nur aus medizinischen Gründen, durch Hormongabe und Medikamente, Antibiotika und all den ganzen Dreck, den ich da in die Tiere reinspritze, sondern einfach mit der Art und Weise, wie ich mit den Tieren umgehe in der Massentierhaltung, dass das natürlich nichts mit Achtsamkeit und nichts mit Respekt zu tun hat. Also das ist auch völlig ganz klar. Genau. Und das ist das, weswegen ich das vorhin aufgegriffen habe, mit der Transparenz der Lebensmittelkette. Denn nur dann kann ich auch die Geschichte tatsächlich erkennen, verstehen, die dazu dienen kann, dass ich auch meine eigene Geschichte besser verstehe. Ja. Wir könnten genauso gut an der Stelle die Frage stellen, warum ausgerechnet so viel Milch getrunken wird und ausgerechnet so viel Viehhaltung, also Milchviehhaltung, betrieben wird. Und studieren, wie eine Kuh heutzutage lebt
und vergleichsweise wie ein Bürger heutzutage lebt, um erstaunliche Analogien zu finden. Ja, dass das letztendlich alles nur Melkstationen sind und nur die Art und Weise des Melkens auf anderer Art, auf anderem Wege stattfindet und anders sichtbar wird. Lassen wir uns aber doch nochmal, oder nicht noch einmal, sondern diesen Begriff Ernährung in dieser etwas breiteren Sichtweise. Du sprichst von Ebenen der Ernährung und da spielt natürlich die Ernährung im Sinne der physischen Ernährung und die Information, die dort geflossen ist, Massentierhaltung artgerechtes Leben auf der anderen Seite und so weiter, eine Rolle. Aber bevor wir überhaupt an das klassische Essen denken, machst du ja eine ganze Reihe von anderen Bausteinen der Ernährung aus, bevor wir überhaupt da erst hinzukommen. Ja, und zwar sogar in der Sache sehr, sehr entscheidende. Ja. Denn das, was wir in unserer materialistischen, augenorientierten Zeit, den Mensch hat man ja zum Augentier erzogen, an sich unser schwächster Sinn, der manchmal ja auch zum Schwachsinn wird. Wir schauen auf die Dinge und wir sehen die Materie. In dem Falle ist der Mensch bei Ernährung fokussiert auf das, was er isst, also was er anfassen kann, und bestenfalls noch das, was getrunken wird. Die wenigsten würden das Atmen als Teil der Ernährung verstehen, obwohl es zwangsläufig zur Ernährung dazugehört, denn das ist ja der offensichtlichste Engpass. Wenige Minuten nur ohne Sauerstoffversorgung tritt der physische Tod ein. Ja. Aber wir müssen an sich noch mehr in das Unsichtbare gehen und kommen dort sogar zu einem Aspekt, der hinsichtlich der Ernährung und der Auswirkung der Ernährung noch weitaus höher zu bewerten ist als das, was wir sichtbar verzehren. Und das ist das, was ich als geistige Nahrung bezeichne. Und so wie wir sagen, dass wir heute in einer Informationsgesellschaft leben, sagt ja das Wort Information, dass wir dort etwas aufnehmen, was irgendetwas in Form bringt. Also Energie eine Form vermittelt. Und so kann ich etwas sehen, etwas hören und ein Buch lesen, mir eine mehr oder weniger interessante oder vollkommen sinnfreie Fernsehsendung anschauen und nehme dabei Informationen auf. Also auch das als eine Ernährung zu verstehen, ist entscheidend wichtig. Und da ist auch ein in dem Fall technisches Beispiel tatsächlich zu 100% passend. Wenn ich einen Computer mit vollkommen sinnfreien Informationen füttere, die überhaupt keinen erkennbaren Zusammenhang habe und während des Fütterungsvorgangs noch nicht einmal eine sinnvolle Idee auch nur im Raum ist, dann wird der Computer unmöglich ein Ergebnis auswerfen können, mit dem ich etwas Verwertbares anfangen kann. Also gebe ich oben Unsinn rein, kommt unten Unsinn raus. Im Bildungssystem ist es ja auch nicht anders. Ja. Ein anderes Thema. Also, ich würde es sogar als einen Teil einer vielleicht unbewussten, sei mal dahingestellt, Herrschaftsstrategie betrachten, die Menschen zuzumüllen mit vollkommen sinnlosen Informationen. Dass von morgens bis abends und in immer mehr, ich stelle es ja fest, in allen möglichen Lokalen, Bars, Cafés, die können noch so nett eingerichtet sein, seit ein, zwei Jahren hängen plötzlich immer mehr und überall und meist mehr als einer Bildschirme, Fernseher an der Wand und ständig wird von irgendwo bedudelt, berieselt mit Bildern, mit Musik, mit Gequatsche. Und alles das ist Teil der geistigen Ernährung, die zwangsläufig zu einer völligen geistigen Unordnung führt. Geistige Umweltverschmutzung. Ja, es ist eine unsichtbare Umweltverschmutzung, die zu einer geistigen Disorientierung führt. Und dieser Verlust der geistigen Klarheit, überhaupt nicht mehr zu wissen, wo es tatsächlich im Leben hingeht, was ist denn für mich und mein Leben jetzt im Moment tatsächlich wichtig, was ist sinnvoll, womit sollte ich mich ernsthaft befassen, damit ich anschließend eigenständiger, kompetenter und handlungsfähiger bin, alles das findet gar nicht statt. Und insofern wird auf dieser Ebene der Ernährung eine Disorientierung erzeugt, die letztendlich das gesamte Leben zerfleddert.
führt auch in der Konsequenz dazu, dass auch keine Fokussierung mehr, keine Wahrnehmung mehr da ist für eine sinnvolle Art und Weise, sich selber dann sichtbar physisch zu ernähren mit dem, was man isst. Auch mit der Natur nicht. Also letztendlich, du wirst ja abgelenkt mit diesem ganzen Müll, der da auf dich niederprasselt, von den Dingen, was du vorhin mit dem instinktiven Zugang genannt hast. Das ist ein Bestandteil dieser Zugleisterei. Ja. Und das ist mit Sicherheit kein Zufall. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es ein Zufall ist, außer wir würden das Wort so verwenden, wie es ursprünglich gedacht ist, nämlich als zugefallen und tatsächlich so gewollt. Ja, genau. Ja, das wäre sprachliche Klarheit. Ja. So, also diese Desorientierung führt zu einer Handlungsunfähigkeit, die sich dann auch in der Auswahl der Lebensmittel unter anderem noch letztendlich in jedem Lebensbereich zeigt. Aber da wird im Grunde genommen schon eine Abhängigkeitssituation geschaffen, weil ja keiner mehr weiß, was wirklich gesund ist. Ja. Und das Lebensmittel allein, darüber hatten wir eingangs gesprochen, ist ja auch offensichtlich nicht ist. Ja. So, also das ist die geistige Ernährung. Und mit einer solchen sinnfreien und im Schwall hereinbrechenden Flut, einem Verzehr, einem Konsum von Informationen, kann natürlich auch kein geistiges Feuer mehr entbrennen. Also Begeisterung für etwas Feuer und Flamme zu sein, ist auf die Art und Weise nicht mehr möglich. Deswegen ist das auch geistlos vorher. Ja, man wird dann zur Informationsqualle ohne Rückgrat. Bewegt sich halt nichts mehr, es gibt keine Möglichkeit mehr, eigenständig zu sein. So, also das ist an sich der vielleicht sogar der entscheidende Bereich überhaupt bei der Ernährung, noch lange, lange bevor wir anfangen, uns irgendwas auf den Teller zu legen. Ja. Und erst dann kommen wir eine Ebene tiefer in den Bereich der Ernährung. Letztendlich ist übrigens alles das, was wir mit unseren Sinnesorganen aufnehmen, eine Form von Information, die wir aufnehmen. Auch Dinge, die wir tasten oder riechen oder schmecken. Jetzt hast du, wir haben es schon ein paar Mal ganz nebenbei angesprochen, bei vegetarisch oder eine nicht vegetarische Kost oder dann in der nächsten Stufe nach vegan noch Lichtnahrung. Auch die Sonne spielt ja im Zusammenhang mit dem Thema Ernährung und Nahrung zwar nicht die manipulative Rolle, die wir hier bei dieser sogenannten geistigen Nahrung erleben, aber sie spielt auch eine Rolle. Das ist auch ein hochinteressantes Thema. Es wurde mal an der Universität Saarbrücken aufgegriffen, auf eine an sich sehr einfache Art und Weise. Man ist hingegangen und hat gemessen, wie viel Wärme der Mensch abstrahlt, in Kalorien gemessen, Kilojoule gemessen und auf der anderen Seite, wie viel er verzehrt. Und das geht riesig weit auseinander. Also der Durchschnittsbürger, Sachbearbeiter, wenig gehen, wenig laufen, also ein normales städtisches Leben. Du meinst, das ist wieder eine Sonderposition. Da ist noch sprechen. Weniger, klar, aber jetzt lass uns einfach, man kann sich das so gut vorstellen. Ja. Also da lautet ja in Kilokalorien gemessen die Ernährungsempfehlung und ungefähr bewegen sich die Menschen auch in der Bandbreite, sagen wir so um die 2000 bis 2500 Kilokalorien, strahlt aber an Wärme etwa 25.000 ab. Also eine wesentlich größere Menge. Und die Frage stellt sich, wo diese Energie herkommt, die abgestrahlt wird. Aus der aufgenommenen Nahrung allein lässt sich das nicht erklären. Und wenn wir jetzt nur interessehalber nur einige bekannte Fakten aus der medizinischen Forschung nebeneinander stellen, beginnt sich ein Bild abzuzeichnen, was die Bedeutung der Sonne, der Sonnenstrahlen als Lebensmittel, als Nahrungsmittel wenigstens schon mal erahnen lässt. Das ist die Tatsache, dass wir zum Beispiel aus der Vitaminforschung wissen, dass für die Bildung, für das endgültig wirksame Vitamin D, Sonnenlicht beispielsweise brauchen. Ja. Das ist eine für die Bildung von Melatonin wichtig. Es ist also eine ganze Fülle von Substanzen gibt, die im Körper aktiv sind, die auf Sonnenlicht angewiesen sind. Und insofern müssen wir also davon ausgehen, dass der Kontakt mit Sonnenlicht, und wir werden ja auch nicht mit Hose und Jacke geboren, also muss es ursprünglich mal eine Notwendigkeit gegeben haben, nackt herumzulaufen. Was heißt Notwendigkeit? Natur gegeben so ist und dass es unnatürlich ist, sich zu bekleiden. Muss uns nicht interessieren, warum das entstanden ist. Aber die Tatsache, dass unser Organismus als Säugetierorganismus funktioniert und wir diese Notwendigkeit der natürlichen Versorgung haben, in dem Falle eben mit Sonnenlicht, die ist schon anhand dieser wenigen
medizinischen Hinweise schon zu erahnen. Jetzt steht aber auf der anderen Seite die Behauptung einer Krebsgefahr durch zu viel Sonnenlicht, was auch immer zu viel Sonnenlicht sein soll. Sicherlich ist Hochleistungsgrillen am Teutonengrill irgendwo an der Adria Riviera, am Ballermann nicht das, worüber wir hier sprechen. Aber ein gesundes Maß an Kontakt zwischen Haut und Sonnenlicht, wobei der Himmel durchaus bewölkt sein kann, denn selbst dichteste Wolken filtern höchstens 30% der Sonnenstrahlung weg, ist offensichtlich für die Ernährung, für die unsichtbare Ernährung ebenfalls sehr wichtig. Also der Faktor, weil das wirklich ganz wenige wissen, dass du, was wir so etwas ironisierend bei dem Beispiel des Beamten gesagt haben, dass du ein Vielfaches an Kalorien und an Wärme abgibst, jeden Tag für Tag, ohne das je aufgenommen zu haben, nicht einmal in Ansätzen. Also selbst der gigantischste, Verzehrer von Lebensmitteln am Tag würde diese Kalorienmenge nicht erreichen, die sein ganz normaler Organismus jeden Tag braucht. Ja. Also dieser Umstand ist extrem spannend und auch weitgehend unbekannt. Insofern du hast ja auch da so eine Angst. Also du hast jetzt angesprochen, zu viel Sonnenlicht. Bei dem Thema Lichtnahrung selber bist du ja sofort wenn du dich damit nur befasst, in der Angstschere drin und in der Angstschiene drin. Dann, also du willst dazu beitragen, dass Menschen verhungern und wie auch immer. Natürlich muss ich das trainieren, aber es würde funktionieren, den Organismus umzustellen auf das Thema Licht und auf das Thema Sonne, ohne dass deswegen Menschen sterben müssten. Absolut. Es ist auch physikalisch leicht nachweisbar. Die physikalischen Grundlagen, Erklärungsgrundlagen dafür sind vollständig vorhanden, warum es völlig problemlos möglich ist, sich von sogenannter Lichtnahrung zu ernähren. Also sprich, nichts mehr zu trinken und unter Umständen vielleicht sogar auch nichts mehr zu essen, vielleicht auch sogar nichts mehr zu trinken. Physikalisch ist das kein Wunder. Das ist nicht mystisch, nicht magisch, sondern etwas, was schlichter, simpler Physik folgt, wenn man die Physik ausreichend weit genug definiert. Ja. Vielleicht noch abschließend zu dem Thema Lichtnahrung, Versorgung über Sonnenlicht. Wenn wir jetzt noch ein modernes Phänomen hinzunehmen, um die Problematik und die Gefahr, die aus ganz anderen Bereichen herauskommen, bezogen auf die menschliche Ernährung, zu verdeutlichen. Das Thema des Ozonloches wird ja durchgenudelt seit etlichen Jahren. Und die wenigsten sind sich darüber im Klaren, dass es tatsächlich real überhaupt niemals ein Problem gab, was tatsächlich diese Hysterie rechtfertigen würde. Dieses Ozonloch ist ein natürliches Phänomen, das gibt es seit Menschengedenken und wird auch schon sehr viel länger beobachtet, als es thematisiert wurde. Schwankt in seiner Größe in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Aber durch die Tatsache, dass man mit dieser Behauptung des Ozonloches, letztendlich handelt es hier um eine industrielle Taktik, um ein ausgelaufenes Patent zu schützen, mit der Empfehlung, aus der Sonne herauszubleiben, finden ja viele Stoffwechselprozesse im Körper nur noch eingeschränkt statt und führen damit zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Gesundheit, die in einem ganz anderen Wissenschaftsbereich erzeugt wurde oder in einem anderen Lebensbereich erzeugt wurde, nämlich in der sogenannten Klimaforschung, was auch immer ein Klima sein soll. Und was immer da erforscht wurde. Ja. Da hast du ja, also ich meine, das, was da, Ozonloch, Waldsterben, CO2, also das ist ja wirklich wie die Fortsetzung von Grimms Märchen in dem Bereich, was da so Wissenschaftler präsentieren, mit konkreten ökonomischen Auswirkungen. Darum geht es letztendlich auch. Und diese ganze Angst vor dem Thema Sonne, das ist natürlich etwas, was auch einen mit Sonnenschutz und Creme und den ganzen Kram bis hin zu, den schicksten und geilsten Sonnenbrillen. Ich denke an Miami Vice und ihre Ray-Bans und sowas. All diese Sachen, die dann Kult wurden, dahinter steckt natürlich auch ein ökonomisches Interesse. Letztendlich mit der Angst vor der Sonne
ins Geschäft zu gehen. Und das funktioniert ja, ja auch ganz großartig. Und das Geschäft funktioniert prächtig. Also wenn dann jemand noch in die Sonne rausgeht, dann geht er sozusagen mit einer unsichtbaren oder mehr oder weniger sichtbaren Rüstung raus. Die Sonnenbrille im Gesicht bis nachts um 12, sieht so in Italien, ich bin oft in Italien, finde ich das immer wieder... It's never too dark to be cool, ne? Das ist klar. Genau, kostet Straßenlaternen, Kontakt, das ist voll. Ja. Und dann das Zuschmieren mit irgendwelchen Chemikalien, um die Sonne, die gefährliche Sonnenstrahlung vom Körper wegzuhalten. Ja. Um dann einen bösartigen Hautkrebs zu bekommen, der ausgerechnet, das ist dann so die Ironie, die eine gewisse Heiterkeit auslösen kann, dann einen Hautkrebs zu bekommen an einer wenig sonnenbeschienenen Stelle. Denn der bösartigste durch Sonnenlicht ausgelöste Krebs, das bösartige Melanom, also diese schwarzen sogenannten Leberflecken, die entstehen immer dort, vorzugsweise dort, das kann man in schulmedizinischen Lehrbüchern nachlesen, wo wenig Sonnenstrahlung hinkommt. Also dort, wo man normalerweise die Badebekleidung trägt. Ja, ja. Ja. Also es ist gut, eigentümlich. Es ist eigentümlich, ja. Aber das sind so Sachen, wo dann nicht mehr genauer hingeguckt und näher nachgefragt wird, sondern das sind die Glaubenssätze, Sonne ist schädlich, deswegen Schutzfaktor 25 oder 50 drauf und gut ist und unten drunter schwitzt die Haut und letztendlich hat ein Problem mit diesem Film zu arbeiten. Ja. Okay. Und alles das ist möglich, weil die geistige Nahrung ein vorverdauter, zusammenhangloser Brei ist, mit dem geistige Klarheit nicht zu erzielen ist. Und ohne geistige Klarheit fehlt auch die Fähigkeit, solche Zusammenhänge zu erkennen, die an sich ganz leicht aufzudecken sind. Du hast als dritten Faktor schon angesprochen, das Thema Atmung im Bereich der Ernährung. Und dann haben wir, bevor wir wirklich zu der Nahrung kommen, der eigentlichen Nahrung kommen, noch das Thema Wasser. Sicherlich ein wichtiger Faktor, der auch unter dem Aspekt Nahrung eher erstmal zwar schon mal was Substanzielles beinhaltet, aber beim ersten Hingucken ja keine Nährstoffe, keine Mineralien, keine Kalorien, gar nichts beinhaltet, trotzdem ein wichtiger Faktor beim Thema Nahrung ist. Es scheint so zu sein, wie du sagst. Aber wenn wir jetzt ein ganz konventionelles, allererstes Chemie-Lehrbuch aus Schulzeiten aufschlagen und schauen, was wir da einatmen, dann atmen wir Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff ein. Daraus besteht fast vollständig alles das, was wir als Atemluft mit jedem Atemzug konsumieren. Und das sind in chemischen Kürzeln C, O, H und N. Also C für Kohlenstoff, ja. O für Sauerstoff, H für Wasserstoff und N für Stickstoff. N für Stickstoff. So, das ist das, was wir einatmen. Wenn man jetzt den Körper untersucht, Aschenanalysen des menschlichen Organismus hat man schon vor 100 Jahren und weitaus früher gemacht, dann findet man Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoffverbindungen. Und einige wenige, ein paar hundert Gramm vielleicht, ich weiß nicht, die Zahl, da lege ich mich jetzt nicht fest, aber einen verschwindend geringen Anteil an Mineralien. Und diese chemischen Elemente atmen wir also fortlaufend ein. Insofern kann es schon aufgrund dieser Fülle, die wir einatmen, zwar nicht als greifbare Nahrung, in dem Fall als Gas, kann es an sich schon überhaupt gar keinen Engpass geben. Schon das würde genügen, um zumindest mal den verstärkten Verdacht zu erzeugen, dass Lichtnahrung allein schon deswegen möglich sein muss, weil ich viel Energie über Sonnenlicht aufnehme, weil ich geistige Nahrung aufnehme und weil ich mit der Atmung ausreichend Kohlenwasserstoffverbindungen zu mir nehme, aus denen der Organismus sich in unterschiedlicher räumlicher Kombination praktisch vollständig aufbaut. Bei der Struktur des Wassers ist es wiederum nichts anderes. Da ist es halt der Schwerpunkt Wasserstoff und Sauerstoff. Unterschiedlich kombiniert und keineswegs als H2O, wie es völlig unkritisch und chemisch absolut oberflächlich immer wieder, selbst in all denjenigen, in den Kreisen derjenigen behauptet wird, die jetzt Wasseraufbereitungsanlagen unterschiedlichster Art verkaufen, dass H2O gleich Wasser wäre. H2O ist, wenn man es anders chemisch formuliert, Wasserstoffasche, also maximal verbrannter Wasserstoff. Und ist damit das
energieärmste chemische Zustand, den Wasser haben kann. Aber grundsätzlich energiereiches Wasser, Quellwasser. Viktor Schauberger ist vielen ein Begriff, die sich mit Ernährung und Wasser befassen. Und Viktor Schauberger hat die Kriterien durch seine Beobachtungen und Messungen, die er durchgeführt hat, für hochwertiges, lebendiges Quellwasser ja schon vor vielen, vielen Jahrzehnten auf den Tisch gelegt. Insofern sprechen wir bei Atmung und bei Wasser von unterschiedlichen Zustandsformen von Kohlenwasserstoffverbindungen. Und dann müssten wir uns normalerweise bestenfalls noch über Mineralien unterhalten, mit denen der Organismus versorgt werden müsste. Und das wäre dann vor allen Dingen das Thema der organisch sichtbaren Ernährung. Aber so haben wir schon eine Kaskade von hochfein, also Information, geistige Nahrung, sozusagen einen geistesklaren, wissenden Baumeister für den Körper, für das Haus des Körpers, für unser Vehikel, mit dem wir auf dieser Erde unterwegs sind, zu erzeugen. Dadurch, dass ich es lerne, mit Informationen intelligent, wach und klar umzugehen, damit ich dann die aufgenommenen Nährstoffe auf den verschiedenen Ebenen, Atmung, also Sonnenstrahlenatmung, Trinken und letztendlich dann auch Essen, wirklich verwenden zu können. Und wenn wir, das hatten wir am Anfang schon gesagt, dann bei der, ich sage jetzt mal, eigentlichen Nahrung, obwohl der Begriff falsch ist, also bei dem, was wir dann konkret essen, uns auch darüber im Klaren sind, dass das Thema Information wiederum eine Rolle spielt, dann wird auch letztendlich aus der gesamten Kaskade die Möglichkeit eröffnet, das zu essen, was uns dann wirklich auch unserem Organismus gut tut. Denn diese Produkte, die wir eben in unterschiedlicher Form, in unterschiedlichen Supermärkten oder sonst wo angeboten bekommen haben, tragen ja genau das an Informationen mit, was ich dann auch wiederum, da kann ich vorne alles richtig machen, wenn ich dann in dem Moment informiertes Essen aus der Massentierhaltung zu mir nehme, habe ich mir auch wieder einen Bärendienst geleistet. Ja. Und das bei der Massentierhaltung ist es vielleicht am offensichtlichsten, aber es betrifft ja selbst jeden Apfelsinensaft, den ich im Laden kaufe. Ich hatte mal ein sehr interessantes Gespräch mit einem Lebensmittelingenieur, der viele Jahre lang in Spanien gearbeitet hat, in Unternehmen, die Apfelsinensaft herstellen. Der hat mir erklärt, wie es rund um diese Fabriken aussieht, beziehungsweise wie es dort riecht. Es riecht betörend nach Apfelsinen. Und sind die ätherischen Öle, die den Wert der Apfelsinen im Wesentlichen ausmachen. Wenn wir später mal zum späteren Zeitpunkt darüber sprechen, was denn wirklich das hochwertige Lebensmittel ausmacht, werden wir auf diese ätherischen Öle, auf Säuren letztendlich zurückkommen. Denn wir brauchen eine säurereiche Ernährung, keine basische Ernährung. Es riecht wunderbar. Und der Saft, der dort zur Abfüllung fließt, riecht nach gar nichts mehr. Der schmeckt auch nach gar nichts mehr, weil die ätherischen Öle überall sind, bloß nicht mehr im Saft. Alles das, was in einer gekauften Tüte hier in irgendeinem Supermarkt auch als organischer Bio-Apfelsinensaft verkauft wird, wird durch chemische Zusatzstoffe wieder auf Apfelsinengeschmack getrimmt. Ja. Also insofern reden wir bei Geschichten, Informationen, von der Massentierhaltung bis zum Apfelsinensaft über alles, was man im Supermarkt kauft. Ja. Auch bei Wasser, selbst wenn ich es von der Quelle hole, ist es, wenn ich nicht spezielle Maßnahmen ergreife, nach spätestens 48 Stunden eine wertlose Flüssigkeit. Viele geben viel Geld aus, um sich von weit her herantransportiertes Heilwasser zu kaufen. Gute Geschäfte, ich nenne keine Namen, sind bekannte Quellen. Dann wird an einer anderen Stelle mit Hochdruck Luft in den Boden gejagt, damit die Quelle schneller fließt. Wasser, was man unter Druck setzt, ist genauso wie Leitungswasser sofort physikalisch, chemisch als Lebensmittel nicht mehr vom geringsten Wert. Ja. Wir müssen, um das, was bei dem Thema Ernährung, den Abschluss darstellt, zum Thema Verdauung kommen. Und da sind wir dann. Du hast es jetzt schon angedeutet, in der klassischen basisch, nicht basisch und das gefährliche saure Milieu und so weiter, ja auch in einem wahrscheinlich dem nächsten Glaubenssatz drin, der uns deutlich macht,
wie wir, worauf wir achten sollen, obwohl es in Wirklichkeit vielleicht ein bisschen anders aussieht und das ein ständiges Wechselspiel ist. Wenn man sich jetzt einfach mal die Verdauung ansieht, ist das ja etwas, was weder so noch so kontinuierlich ist, sondern Dinge sind, die sich je nachdem, wo die Verdauung gerade stattfindet, auch anders darstellt. Also, wenn wir über das sprechen, was wir verzehren, das ist ja dann die unterste und sichtbare Ebene, ja. dann beginnt der Ernährungsprozess in dem Augenblick, wo ich Kontakt aufnehme mit einem Lebensmittel, und zwar mit meinen Augen. Ja, das Auge ist mit, das Auge ist sogar umso mehr mit, je mehr der Mensch zum Augentier erzogen wurde. Tatsächlich ist das Hören sehr viel sensibler. Und der Duft. Duften kann aber nur etwas, was Energie hat und dadurch ausstrahlt. In dem Falle halt den Duft. Das sind praktisch immer Säuren. Wer das überprüfen will, kann es leicht machen, kauft sich irgendwo ein bisschen Natriumbicarbonat und richtet sich ein leckeres, appetitliches Abendessen her. Kann vegetarisch sein, kann mit Fleisch sein, spielt keine Rolle. Der eigenen Vorliebe folgend und bestreut es mäßig, aber gleichmäßig mit Bicarbonat und versucht das dann mit Appetit zu essen. Das wird nicht gelingen, weil diese Natriumbicarbonat als basische Substanz die Geschmacksstoffe neutralisiert. Das wird laff schmecken und sofort zum Wegwerfen animieren. Also die erste Kontaktaufnahme findet praktisch schon durch Kontakt mit den ausstrahlenden Säuren statt. Und im Idealfall hat man seine Glaubenssätze, die anerzogenen Glaubenssätze hinter sich gelassen, hat seine Ernährungsintuition befreit. Das ist das, was wir mit der Stoffwechselrenaturierung machen. Über 6 bis 8 Wochen ist der Körper so zu sensibilisieren, dass man sein individuelles, spezifisches Körpersignal erfährt, was schon nach wenigen Sekunden, sobald man anfängt, etwas im Mund zu kauen, zu zerlegen, signalisiert, dass da etwas nicht passt. So wie die Sauerstoffmangel. Situation eines Piloten, der ebenfalls individuell spezifisch reagiert, was ich aus der Flugmedizin kenne, aus meiner Zeit beim Militär, wo extra die Piloten in Abständen von einigen Jahren zur Überprüfung ihres individuellen Sauerstoffmangelsymptoms in die Unterdruckkammer müssen. Und so hat jeder Mensch ein individuelles Signal, was ihm in dem Augenblick, wo er eine Speise in den Mund nimmt und anfängt, sie zu kauen, signalisiert, passt oder passt nicht. Das kann eine Irritation der Schleimhäute im Mund sein, ein Gefühl von, das passt jetzt überhaupt nicht, so massiv sogar, dass man es wieder ausspuckt. Oder es kann eine nach Sekunden einsetzende Reaktion im Dickdarm sein, der ja nun überhaupt noch gar nichts mit dem zu tun hat, was gerade hier oben angekommen ist, der mit Poltern und Grummeln und Blähungen signalisiert, Stopp, das solltest du nicht verzehren. Ja. Entweder das nicht oder eine Kombination. Oder das Gegenteil. Lust findet auch oder die Lust. Es passt, fühlt sich gut an und dann esse ich weiter. Ja. Also die Ernährung beginnt praktisch schon, die organische Ernährung beginnt schon mit der Kontaktaufnahme über unsere Sinnesorgane. So, jetzt esse ich etwas. Das Essen findet heute ja vorzugsweise im Gehen statt und ist zur Nebensache geworden. Wenn ich die Fragebögen bei der Stoffwechselrenaturierung auswerte, schaue ich immer auf die Zeiten, die die Menschen brauchen, um ein Frühstück, Mittag, Abendessen zu verzehren. Dagegen ist Michael Schumacher zu seinen besten Zeiten ein Amateur. Also die sind oft eingedampft, auch Frühstück gar nicht, Mittag 10 Minuten, Abend 20 Minuten. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir hier über die zentralen Energietankstellen sprechen, das sind, nehmen wir mal, es müssen keine 3 Mahlzeiten sein, aber nehmen wir mal so diese klassische Ordnung morgens, mittags, abends und das eigene Leben, die eigene Energieversorgung wird dermaßen mit Füßen getreten, dass man irgendetwas in sich hineinschlingt, selbst wenn es vermeintlich nach Lust ausgewählt ist und schmeckt, dass man das in gröbste Brocken zerteilt, die man dann so ähnlich wie ein Vogelstrauß runterwirkt und so man den Klumpen vielleicht sogar noch durch den Hals abgleiten sieht, dann ist weder Genuss da, noch eine wirkliche angemessene Versorgung. Und diese Versorgung beginnt damit, dass ich bewusst ein Lebensmittel ausgewählt habe, mein Körper mir signalisiert, dass es mir gut tut und dass ich es anschließend mit Lust zerkaue. Und zwar mit zwei wesentlichen Aspekten. Einmal der Lust an sich, denn die Lust findet nur im Mund statt, im Ausschmecken.
und im Riechen, denn der Großteil dessen, was wir als Geschmacksempfinden erleben, ist das, was wir riechen. Ja. Und das findet schon spätestens, wenn es hier angekommen ist, im Rachen nicht mehr statt. Ja. So, also die Lust findet im Mund statt und damit auch die Genugtuung und auch in der Folge das Sättigungsgefühl. Und der zweite genauso entscheidende Aspekt ist die Zerkleinerung der Nahrung. Die Tatsache, dass ich mit dem gründlichen Kauen eine Oberflächenvergrößerung erziele, das anschließende Feuer machen, denn wir reden hier tatsächlich bei der Ernährung von Feuer machen, überhaupt erst ermöglicht. Genauso wie bei einem realen Feuer. Und die kleinen Scheiten, ja. Ganz genau. Wenn ich kleine Scheite nehme, kann ich ein Feuer entzünden und dann kann ich auch größere nachlegen. Chemische Reaktionen, das sind so einfache, grundsätzliche Dinge, die ich in der Schule und die vermutlich keiner in der Schule in der Chemie gelernt hat, aber die schon für das Verständnis der Verdauung so enorm hilfreich sind. Genauso wie für das Anzünden eines realen Feuers, dass chemische Reaktionen immer nur an Oberflächen stattfinden. Und wenn ich das verstanden habe und das auch vielfach beobachtet habe, dann wird mir klar, dass eine Ernährung, die mein Leben nährt und mir Energie und Kraft gibt, nur gelingen kann, wenn ich die Oberfläche vergrößere. Und das geht hier nur mit den Beißerchen. Ja, genau. Ja? Und diese Oberflächenvergrößerung führt im Mund jetzt auch schon zu einer ersten basischen Verdauung durch den Speichel. Übrigens kommt das Wort Verdauen tatsächlich auch vom Feuer her. Die ursprünglich, ich weiß jetzt nicht, ob Mittel- oder Althochdeutsch, es hieß ursprünglich Vierdauen oder Vierdauen. Und Vier, Fire, das Feuer, ist das alte deutsche Wort für Feuer, aber eben auch für Vier. Übrigens ist auch einer der platonischen Körper. Ja. Der erste, der Tetraeder, der ist ja seit ewigen Zeiten mit dem Feuer assoziiert. Und es ist interessanterweise ausgerechnet die erste räumlich darstellbare Struktur mit vier Eckpunkten. Ja. Vier, das Feuer. Und vier, Dauen, 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 Tauen, ist das Verflüssigen von Feuer. Verdauung ist das Verflüssigen von Feuer, damit ich meine Körpertemperatur, die ja eindeutig höher ist als die Umgebungstemperatur, zwischen 36 und 37 Grad durch eine wohldosierte Verbrennung erhalten kann. Ja. Alles das beginnt mit der Oberflächenvergrößerung im Mund, die bei den allermeisten Menschen gar nicht mehr stattfindet. Um das jetzt nicht zu verkomplizieren für die Zuschauer, wir haben dann, wenn das Essen im Mund mit dem ersten Verfeuern erleben, drei weitere Stufen mit dem Magen und mit Dünn- und Dickdarm. Mhm. Und das, was wir vorhin schon gesagt haben, da wechselt dann das basische und das saure Milieu permanent. Was bedeutet das letztendlich in der Schlussfolgerung für die Ernährung, die eben, oder die Ernährungsempfehlung, die eine andere ist als die unsere werten Kollegen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung abgeben? Es ist gut, dass du mich gebremst hast. Wir werden nicht mehr schaffen, als zur Nachdenklichkeit anzuregen. Ja. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ein, insofern soll es und kann es auch jetzt auch nur zur Nachdenklichkeit gereichen, aber gibt eine Idee davon, dass man Ernährung vielleicht mal vollkommen neu aufrollen muss. Ja. Also lassen wir mal das Geschehen im Mund haben wir jetzt ausführlich besprochen, den Rest geben wir jetzt nur mal in großen Stationen durch. Also wir haben eine basische Verdauung über den Speichel bereits im Mund. Ja, wenn man Brot lange genug kaut, wird es süßlich, weil die Stärke zu Einfachzuckern gespalten wird. Jetzt schlucke ich das runter, der Magen produziert Säure. Übrigens nicht nur Salzsäure, sondern, kann man in alten Biochemiebüchern nachlesen, auch Essigsäure. Und wahrscheinlich auch noch einige mehr, wo schon eine auffallende, oder zum Auffallen ist vielleicht übertrieben, aber eine interessante Analogie zur Pflanze da ist, die an ihren Wurzelenden Säuren ausscheidet, um Mineralien wasserlöslich zu machen. Zu ionisieren, würde man im chemischen Sprachgebrauch sagen. Und es weist sehr vieles darauf hin, dass die Ionisierung, also das wasserlöslich Machen von Mineralien durch die Säureausscheidung im Magen entsteht. Jetzt wird aber auch im Magen nachweislich nicht der Speisebrei durchgemischt, sondern er bleibt relativ schichtkonstant.
was wiederum dazu führt, dass wir jetzt innerhalb des Magens, der nach dem sauren ersten Schritt im Mund, den basischen Schritt im Mund, den zweiten sauren Schritt im Verdauungstrakt bewerkstelligt, dass wir hier wiederum ein Gegeneinander haben von einem mehr basischen, wenn gut gekaut, basischen Kern im Magen und außen der Säure. Das bedeutet aber, dass wir hier so etwas Ähnliches wie eine Batterie haben. Wir haben einen Plus- und einen Minuspol. Ja. Und wo Plus und Minus ist, da fließt immer irgendein Strom. Es ist jetzt nur eine Idee, eine Anregung, die ich damit geben will. Jetzt geht es weiter aus dem Magen heraus in den Dünndarm. Jetzt wird es plötzlich wieder basisch. Also wir haben hier eine Umschaltung, basisch, sauer, basisch. Im Dickdarm wird es dann tatsächlich wieder sauer. Ja. Und was wir dort wiederfinden, ist diese einfache Zweiertaktung, die wir in der Natur generell immer am Anfang von irgendwelchen komplexen, beliebigen komplexen Prozessen finden. So wie ein Baum aus einem Samenkorn heraus einen Stamm entwickelt und dann die ersten beiden Hauptäste sich aufzweigen, wächst jedes winzig kleine Samenkorn durch einen ersten Stängel, der sich immer in zwei Blätter aufteilt. Und so kann man sich jedem komplexen Prozess, auch der Verdauung, annähern. Und hier haben wir diese Basis, so einfach, so offensichtlich. Basisch, sauer. Und das Phänomen, dass hier wahrscheinlich mehr elektrische, elektromagnetische Phänomene für die Ernährung von Bedeutung sind, als diese, wie auch immer, geartete Verdauung, die ja selbst ein Ernährungswissenschaftler gar nicht tatsächlich erklären kann. Ja, und vor allem wird eines deutlich, dass es im Zweifelsfalle eher fragwürdig ist zu sagen, ich brauche eine ganz bestimmte Ausrichtung der Ernährung. Ich soll mich in erster Linie basisch ernähren, denn die Säure ist das Böse und das ist der Gegner. Wenn ich feststelle, dass der Organismus die unterschiedlichen Stadien selber durchläuft, also ganz offensichtlich ja sich irgendjemand mal dabei was gedacht hat, dass eben auch ein saures Milieu völlig in Ordnung und notwendig ist. Also wenn es das nicht gäbe, dann würde man, also wenn man das nicht feststellen würde, diesen Wechsel, auf den du hinweist, dann würde das auch nicht stattfinden, würde das nicht passieren. Im Moment, wo dieser Wechsel stattfindet, ist es Unsinn, vorne, nämlich im Mund, eine ganz bestimmte Richtung nur einzuwerfen oder zu essen, um hier ein saures Milieu zu vermeiden. Also es würde auch gar nicht funktionieren, weil uns tatsächlich nur das, nur das gut schmeckt, was ausreichend sauer ist, also ausreichend saure Geschmacksstoffe beinhaltet, die übrigens oftmals verknüpft sind mit Mineralien. Das ist fast so wie dieses Yin-Yang-Spiel, wieder diese Zweiertaktung, dass in den sauren Verbindungen die basenbildenden Mineralien enthalten sind, die dann im zweiten Schritt die Bildung von Basen tatsächlich ermöglichen. Ja. Denn das Endprodukt eines vollständigen Stoffwechsels ist dasselbe wie das Endprodukt eines sichtbaren Feuers. Das ist, wenn das Feuer optimal verbrennt, immer dasselbe. Kohlendioxid, also Kohlenstoffasche, und H2O, Wasserstoffasche. Ja, das sind zwei Säuren, die werden neutralisiert und werden ausgeschieden. Und dann gibt es noch ein paar Stickstoffverbindungen, die aus der Verwertung von, der Verwertung und der letztendlich dann notwendigen Ausscheidung von Eiweißen entstehen. Ja. Und insofern geht es dann schon darum, auch Säuren wieder auszuscheiden, aber die tatsächliche Kaskade scheint zu sein, ich nehme energiereiche Säuren auf, die Schritt für Schritt in unserem Überlebenstemperaturbereich von 36, 37 Grad verbrannt werden und werden als energiearme Säuren, von denen wir CO2 und also Kohlendioxid und Wasser verbindlich kennen, auszuscheiden. Ja. Wenn wir jetzt zum Schluss, und da bitte ich um ein kurzes Fazit, sagen, was bedeutet das für die Ernährungsempfehlung, wenn ich das alles weiß, wenn ich mir auch diese Breite von Ernährung, die wir dargestellt haben, jenseits der reinen Lebensmittel, wenn ich dieses Gesamtbild, das Thema Information mit berücksichtige, wie sehen denn dann Ernährungsempfehlungen aus? Also die erste und entscheidende Ernährungsempfehlung wäre, kläre deinen Geist. Schule dich darin, wir uns alle, schulen wir uns alle darin,
sorgfältig auszuwählen, womit wir uns befassen. Schalten den Fernseher lieber ab, verzichten auf die Nachrichten, um etwas nachzudenken, was andere uns als Wahrheit verkaufen wollen, und fangen an, selber zu denken. Selber denken, selber durchdenken, selber aus der Natur abzuleiten, das ist ja das, was ich unter der Überschrift Simplonik, mit dieser Idee der Wiederbelebung einer echten Grundlagenwissenschaft für Laien tauglich bezwecke. Selber aus der Natur ableiten zu können, folgerichtig Schritt für Schritt erkennen zu können, wie die Zusammenhänge sind, also mich tatsächlich mit dem zu befassen, was mich geistig klar und kompetent macht. Um dann anschließend, das wäre der nächste Schritt, mich mit ausreichend Sonnenlicht und ohne Sonnenschutzcreme in angemessener Weise und ohne Sonnenbrille zu bewegen, mich darin zu üben, tief zu atmen. Tiefe Atmung aktiviert den Parasympathikus. Parasympathikus, der Heilnerv, ist Voraussetzung für Verdauung. Ohne aktiven Parasympathikus gibt es keine Verdauung. Da gibt es vielleicht Durchfall. Man macht sich ja vor Angst in die Hose. Das ist permanente chronische Anspannung. Ja. Ja, und durch die tiefe Atmung nimmt man nicht nur Sauerstoff und auch schon Kohlenwasserstoffverbindungen in Hülle und Fülle auf, sondern es entspannt sich auch etwas. Das kennt jeder, wenn er nach einer Schrecksekunde einfach mal tief durchatmet. Das geht durch den ganzen Körper und diese Entspannung ist fühlbar. Und dann kommen wir erst über Wasser, möglichst lebendiges Wasser, wenn es geht, halt zur Quelle gehen, aber es hat keinen Sinn, Wasser tagelang rumstehen zu lassen. Das mag gut gewesen sein. Nach 2 Tagen ist es wertlos. Ist auch vorbei. Und dann erst kommen wir bei der physischen Ernährung an. Und da gibt es einfache, klare Schritte. Erstens einmal gilt es zu erkennen, welche von klein auf inhalierten und unbewusst installierten Glaubenssätze gibt es über das, was angeblich gesunde Ernährung ist. Und dann die Geschmacksintuition zu befreien, damit man mit der geistigen Klarheit verbunden tatsächlich kompetent Lebensmittel auswählen kann und seinen Körper als Signalgeber hat. Ja. Und damit durchtrennt man alle Marketing-Schnüre, alle unsichtbaren Nabelschnüre zur Nahrungsindustrie. Ja. Und damit auch ein Stück, und das ist ja auch die Überschrift, die ganz große Überschrift, zur Befreiung des Menschen von genau diesen Abhängigkeiten. Ein langer, aber ein notwendiger und ein sehr schöner Exkurs über das Thema Lebensmittel, Nahrung und Füllstoffe auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch ein Ausblick, wie ich mit diesem Thema auf einer sehr viel breiteren Basis konstruktiv umgehen kann, dass es mir selbst und meiner Gesundheit und im Übrigen natürlich damit automatisch auch Natur, Umwelt, Tiere, Pflanzen dient. Das ist so die positive Nebenwirkung einer solchen Denkweise. Denn bestimmte Dinge, die wir heute noch als Selbstverständlichkeit hinnehmen, gehen eben dann gar nicht mehr. Ja, es wächst Wertschätzung für alles. Richtig. Ganz herzliches Dankeschön, liebe Zuschauer. Wir blenden die Internetseite ein, auf der eine Vielzahl an Informationen über das Thema Ernährung hinausgehend zu sehen, zu lesen sind, Seminare, Veranstaltungen wahrgenommen und gebucht werden können. Auf jeden Fall immer lohnend, auch über das Thema Ernährung hinaus, das wir heute zwar ausführlich, aber auch gleichwohl letztendlich nur in einem Ansatz haben anreißen können. Ich will noch auf die 3 Schlüssel zu Hippokrates Schatztruhe hinweisen, eine Publikation, wo es genau um das Thema geht, was wir heute besprochen haben. Und in diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wird man zum Beispiel in Westfalen und generell auf dem Land sicherlich eine Favorisierung fetter und fleischreicher Kost finden. Und sei es nur, weil früher Fleisch etwas war, was sich nur die Wohlhabenden leisten konnten und damit indirekt unbewusst mit Wohlstand assoziiert wird, also nicht nur Freitagsfisch und den Sonntagsbraten, sondern gleichgültig, wo es herkommt, jetzt halt jede Woche. Und diese Verknüpfung zwischen Fleisch macht stark, Fleisch gibt Eiweiß oder jeden Tag ein Glas Milch, das sind solche Glaubenssätze, die ein Kind von den Eltern
ohne es wirklich lernen zu müssen, aufnimmt und übernimmt. Ja. Und es sind solche Glaubenssätze, die in der Tiefe das Lustempfinden und Ernährungsverhalten des modernen Menschen bestimmen. Das hat mit instinktivem Essen gar nichts zu tun. Das Ergebnis, die Erfahrung der Lust, ich will das jetzt essen. Ja, und in der ganzen Bandbreite zwischen irgendeinem Zucker, Süßigkeiten, Schokoladenriegel und einem Löwenzahnblatt, erfahren wir immer als Lust auf etwas. Aber der bestimmende Faktor, der das Verhalten und letztendlich die Lust erzeugt, sind diese Glaubenssätze. Sofern sie nicht erkannt werden und man praktisch zu diesem Punkt zunächst mal mit seinem Bewusstsein und diesem Aha-Erlebnis, also das ist das, was mein Ernährungsverhalten bisher bestimmt hat, zurückkehrt, das ist eine Positionsbestimmung, um von dort aus dann zum ersten Mal wirklich aufzubrechen und diese natürliche Geschmacksintuition, die der Mensch genauso wie jedes Tier hat, wieder freizulegen. Nur sollen wir das ja auch gar nicht. Ich meine, das, was du gerade beschreibst, ist ja nicht das unbedingt, was ich in der Sozialisation von den Eltern lerne, sondern das, was die Eltern schon wiederum aus Medien und Ernährungsempfehlungen letztendlich einen Industrielobbyismus erfahren haben. Mhm. Und insofern ist dieses Instinktive, von dem du sprichst, ja quasi zugekleistert und überfrachtet mit werblichen Botschaften, mhm, warum was gut ist und warum was ganz wichtig und nötig ist. Während, wenn man diesen Schrott mal beiseite schöbe, wäre das eigentliche instinktive Ernährungsempfinden wahrscheinlich wieder vorhanden. Das würde möglicherweise, das ist natürlich eine sehr, sehr fiktive und klar. Das ist eine verlockende Betrachtung, weil sie ist ja leider nicht von dieser Welt zu glauben, dass die Nahrungsmittelindustrie, deren Monopolisierung ja rasant fortschreitet, da auch nur einen einzigen Schritt zurücktreten würde. Es ist ja eher so, dass man die Bewegungen Richtung Gesundheit instrumentalisiert. Also nachdem die Menschen feststellen, dass die Leben, also ein kleiner Kreis feststellt, die konventionellen Lebensmittel, die dienen bestenfalls noch als Füllstoffe, aber noch nicht mehr als Nahrungsmittel und schon gar nicht mehr als Lebensmittel. Ich unterscheide in der Wortwahl strikt. Ja. Zu Recht. Und diese Füllstoffe will man natürlich weiter verkaufen. Jetzt gibt es einen zuwachsenden Kreis von Menschen, siehe Krankheitsartenstatistik, die zunehmend unter chronischen Beschwerden leiden. Es gibt, also ich habe in meiner gesamten, auch medizinischen Zeit nicht einen einzigen gesunden Menschen kennengelernt. Und ich habe nicht wenige in der Sprechstunde und in der Begleitung erlebt. Diese Menschen machen sich auf, sie entdecken dann gesündere Lebensmittel, das was heute unter der Überschrift Bio auch auf dem Wege in die industrielle Monopolisierung ist. Und dann werden solche ursprünglich mal wertvollen Ansätze aufgegriffen, unterlaufen und werden ebenfalls aufgesogen in dieser Konzernwelt. Also da wird sich sicherlich nichts ändern. Insofern müssen wir uns, wenn, dann die Frage stellen, wie gelingt es, diese Intuition für dieses Geschmacksempfinden, für das natürlich gesunde Lebensmittel, was jetzt im Moment zu mir passt, zu meiner Stimmung, zu meiner körperlichen Belastung, zur Jahreszeit, zu all dem, was meine jetzige Lebenssituation ausmacht, wieder zu wecken. Ja. Nicht als strikte Regel, denn das ist genau das, was nicht funktioniert. Ja. Wobei die Einschränkung, die du gerade gemacht hast, völlig richtig ist. Gleichwohl könnte man, und da sehe ich schon auch in gewissen Formen Hoffnungsschimmer, das Ganze dadurch umgehen, dass ich diesen ganzen Industriebereich, auch wenn er jetzt biologisch industriell mit irgendeinem komischen EU-Bio-Siegel, was auch nur Schrott ist, außen vor lasse und sehr viel bewusster regional die Dinge bei meinem Bauern oder so etwas besorge, da habe ich dann schon die Chance, auch dieser anderen Falle, die du wunderschön beschrieben hast, zu entgehen. Aber das ist natürlich mühsam und in dem Moment, wo ich jetzt eben statt in dem Supermarkt, in dem Bio-Supermarkt auch alles wieder mundgerecht geliefert bekomme, bin ich in derselben Falle nur eben etwas abgeschwächter drin. Ja. Das, was du gerade ansprichst, diese Bevorzugung des regionalen Einkaufs beim Bauern um die Ecke, ist sicherlich auch in der heutigen Zeit
würde sogar sagen, fast der einzige Ansatzpunkt, denn die wenigsten können oder haben ausreichend Zeit, einen eigenen Gemüsegarten zu bewirtschaften, und in der Stadt geht es ohnehin nicht. Und so einen Jute-Sack aus dem Fenster zu hängen, wie man es in südamerikanischen Großstädten macht, um sich dann seine Kiwi und Petersilie oben außen hängend an der Fassade des Hochhauses zu zupfen, einem Dasein sehr viel näher, das Säugetier vor allen Dingen, als jetzt als eine Pflanze. Allerdings ist es eine Gefühlsduselei, die an der Natur völlig vorbeigeht. Und die Problematik, über die wir uns im Kern unterhalten müssten, ist jetzt weniger die Frage, ist es jetzt eher angemessen, sich von Pflanzen zu ernähren oder vielleicht sogar die Pflanze nicht töten zu wollen und stattdessen nur deren Früchte zu essen, auch wenn ich nach anderthalb Jahren dafür dritte Zähne brauche. Denn es ätzt nachweislich über kurz oder lang die Zähne weg. Bei Sonnenköstlern, also die tatsächlich vorzugsweise Obst verzehren, ist das ein riesengroßes Thema. Oder gehe ich noch einen Schritt weiter und will noch nicht mal mehr den Apfel essen, denn der könnte ja ein Baum werden, und gehe dann gleich zur Lichtnahrung über. Es geht jetzt überhaupt nicht darum, das in irgendeiner Form zu bewerten, sondern letztendlich, wenn man sich an den natürlichen Gesetzmäßigkeiten orientiert, sind all diese verschiedenen Ernährungsweisen nebeneinander zu stellen, die hängen ab von den Glaubenssystemen der jeweiligen Menschen, vom Kulturkreis, von vielen weiteren Aspekten, die darüber entscheiden, ob so etwas dann für den Einzelnen gesund ist. Das Thema, um das es in der Tiefe geht, ist die Auseinandersetzung mit Leben und Tod. Denn die Endlichkeit zu erfahren, ist eine, und auch die Endlichkeit eines Tieres, ist jetzt die Erfahrung letztendlich auch der Begegnung mit, oder die Erfahrung der eigenen Endlichkeit oder diese zwangsläufige Auseinandersetzung. Und das ist an sich der tatsächliche hochproblematische Themenkreis, über den wir sprechen müssten, wenn wir diese sehr dogmatisch und sehr emotional geführte Diskussion wirklich verstehen wollen. Und die Auseinandersetzung mit Leben und Tod, was Leben wirklich ist, was Tod wirklich ist, dass das nur zwei verschiedene Seiten ein und derselben Medaille sind, das ist an sich das, was zur Befreiung des Themas von jeder Emotionalität führt. Und dann werden wir auch zum Ende irgendeiner, ich sag mal, rigoristischen Empfehlung, nur das sei gut und das andere sei problematisch, um es höflich zu sagen. Ja, es ist letztendlich das Klären und sich zurückziehen auf eine strikt naturwissenschaftliche Position. Also sich aus den individuellen Ängsten, es sind ja Ängste, über die wir hier sprechen, ist die Angst vor dem Tod, ist die Angst der Auseinandersetzung mit Aggressivität, Farbe Rot, Blut, die hier sehr stark herausgefordert wird. Bei mir hat es in der Vorgehensweise, in der Begleitung von Menschen dazu geführt, dass ich bei jemandem, der aufgrund seiner Glaubenssätze oder weil er nach Herauswachsen aus seinen Glaubenssätzen nach wie vor das Verlangen hat, Fleisch zu essen. Das ist ja nicht bei weitaus jedem der Fall. Ich habe auch selber jahrelang kein Fleisch gegessen, weil ich einfach keine Lust drauf hatte. Und so wie jemand aus den Glaubenssätzen, über die wir vorhin gesprochen haben, herauswächst und dann mit seiner Geschmacksintuition immer noch die Anbindung an Fleisch hat, der wird Fleisch essen, es wird ihm gut bekommen und es wird sein Leben nähren. Bei einem anderen ist es nicht der Fall. Und das, worauf wir uns letztendlich nur begründen können, ist diese nüchterne Betrachtung dieses Nebeneinanders, des wertfreien Nebeneinanders dieser verschiedenen Wege. Ja. Nur wenn jemand dann Fleisch isst, dann sollte er, und das ist dann das, was ich zur Auflage mache bzw. anrege, mindestens beim Töten eines Tieres, was er später verzehrt, dabei sein, um nicht abstrakt ein Stück Fleisch zu verzehren. Das ist leicht, das kann jeder. Aber dabei zu sein und dann mit dem gebotenen Respekt für dieses Lebewesen, was sein Leben gegeben hat, damit das Leben eines Menschen, der das Fleisch verzehrt, weitergehen kann, dieses Lebensmittel zu verzehren. Das ist das, was wir von den Indianern kennen, wenn sie sich bei dem Bruder Büffel dafür bedanken, ganz genau, dass sie, bevor sie ihn töten, als Nahrung und Lebensmittel, wirklich Lebensmittel, für sich verwenden. Also dieser Respekt und diese Achtsamkeit dem Tier gegenüber
Und ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Das gilt natürlich auch für das Leben. Also alles, was mit Massentierhaltung, und zwar nicht nur aus medizinischen Gründen, durch Hormongabe und, und Medikamente, Antibiotika und all den ganzen Dreck, den ich da in die Tiere reinspritze, sondern zusammenhängt, sondern einfach mit der Art und Weise, wie ich mit den Tieren umgehe in der Massentierhaltung, dass das natürlich nichts mit Achtsamkeit und nichts mit Respekt zu tun hat. Also das ist auch völlig ganz klar. Genau. Und das ist das, was, weswegen ich das vorhin aufgegriffen habe, mit der Transparenz der Lebensmittelkette. Denn nur dann kann ich auch die Geschichte tatsächlich erkennen, verstehen, die dazu dienen kann, dass ich auch meine eigene Geschichte besser verstehe. Ja. Wir könnten genauso gut an der Stelle die Frage stellen, warum ausgerechnet so viel Milch getrunken wird und ausgerechnet so viel Viehhaltung, also Milchviehhaltung, betrieben wird. Und studieren, wie eine Kuh heutzutage lebt und vergleichsweise, wie ein Bürger heutzutage lebt, um erstaunliche Analogien zu finden. Ja, dass das letztendlich alles nur Melkstationen sind und nur die Art und Weise des Melkens auf andere Art, auf anderem Wege stattfindet und anders sichtbar wird. Lassen wir uns aber doch nochmal, oder nicht noch einmal, sondern diesen Begriff Ernährung in dieser etwas breiter sein und Unbehagen schafft und generiert. Also wenn ich zwar mathematisch und naturwissenschaftlich nachgewiesen, das ist alles hochwertig und, aber ich mag es nicht, ich will es nicht, ich habe Aversion dagegen, dann tue ich mir trotz aller naturwissenschaftlicher Nachweise keinen Gefallen. Das ist die Aussage auf den Punkt gebracht. Ja. Das Essen entgegen dem, was man essen will und das Essen wollen, resultiert aus Glaubenssätzen, die letztendlich schon in der Kindheit verankert werden. Geprägt vom kulturellen Umfeld. Werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen im Laufe unseres heutigen Gespräches. Aber dieses Essen gegen die Lust erfordert Kontrolle und Disziplin. Jetzt passiert Folgendes. Einmal, vorausgesetzt, jemand ernährt sich tatsächlich allein schon im Übermaß. Es ist oftmals auch nur eine Frage der Menge, noch nicht mal so sehr der Lebensmittel, sondern der Menge. Wenn jemand seine mit Kontrolle und Disziplin aufgrund eines erlernten, erworbenen Wissens seine Lebensweise, seine Ernährung verändert, dann wird er möglicherweise, und das ist ja das, nein, nicht möglicherweise, sondern tatsächlich in sehr vielen Fällen zunächst mal eine Erleichterung verspüren. Wenn jemand fastet, wird er auch in den ersten Tagen eine Erleichterung verspüren, die nichts mit Gesundung zu tun hat, sondern mit der Entlastung des Magen-Darm-Traktes, allein schon durch das Wegfallen eines Übermaßes an Lebensmitteln, vielleicht sogar an passenden, gesunden Lebensmitteln. Aber das Übermaß, was sich in Kalorien auch beziffern lässt, wobei sonst Kalorienzählen eine vollkommen sinnlose Angelegenheit ist, macht weder dick noch dünn, aber dieses Wegfallen des Übermaßes, Wegfallen der Belastung führt schon zu einer Verbesserung. Aber die erlischt in dem Augenblick, wo der Fastenprozess vorbei ist und in dem Augenblick, wo man eine erzwungene, gesunde Ernährung auch nur vorübergehend für Tage oder Wochen vernachlässigt, treten auch die alten Beschwerden sofort wieder auf. Wenn sie nicht schon mit Zeitverzug, das können Tage, Wochen, Monate, manchmal auch Jahre sein, sich nach und nach wieder einschleichen, obwohl der Betreffende sich gesund ernährt. Und das hängt mit diesem ganz einfachen Phänomen zusammen, dass Kontrolle und Disziplin immer letztendlich gegen das eigene Leben gerichtet sind und eine permanente Anspannung erzeugen, eine permanente Sympathikotonie. Da hatten wir schon einmal beim Thema Mineralien bei einer unserer früheren Begegnungen gesprochen. Und diese chronische Anspannung verhindert Heilung, verhindert Regeneration, verhindert die Aktivierung des Parasympathikus. Und damit kann man nicht vital und kraftvoll bleiben. Also es geht praktisch über die lange Sicht mit gesunder Kost kontinuierlich bergab. Und das ist etwas, was auch die Geschichten vieler Pioniere in der Ernährungsforschung, in der ersten Welle echter Ernährungswissenschaft, die wohl als Nebenkriegsziel 1945 stillschweigend eingeäschert wurde, auffällt. Ich habe viele dieser Geschichten gelesen, also der Lebensgeschichten dieser Pioniere, und festgestellt, dass sie zum einen aufgrund einer eigenen schwerwiegenden Erkrankung überhaupt zum Thema Ernährung gekommen sind, dass sie damit eine erhebliche Verbesserung erzielen konnten, unter Umständen auch sogar Beschwerdefreiheit, aber dass selbst nach Jahrzehnten noch der geringste Ernährungsfehler Aussetzen dieser Linie für ein paar Wochen zum Wiederaufflammen der alten
Krankheiten, auch schwerwiegend, oder vorwiegend ja schwerwiegenden Krankheiten, sonst bewegt sich ja kein Mensch, tatsächlich führt. Ja. Wenn man jetzt die andere Seite sich vorstellt und sagt, sagen würde, oder das ist die Frage, es geht um die Lust, es geht nicht um den Zwang, es geht nicht um den Druck, es geht nicht um Vernunft und Regelwerk und Disziplin und all die ganzen Geschichten, die nicht zu dem führen, was ich letztendlich erreichen möchte, sondern wenn ich jetzt wirklich der Lustesser bin und die Dinge, die mir schmecken, die positiv sind, die ich als positiv empfinde, gleichwohl aber ein Quantitätsproblem entsteht dadurch, kann das ja auch nicht die Lösung sein. Das ist auch ein Drehen in einem Teufelskreis, ja, weil man letztendlich auch hier in derselben Problematik immer noch verhaftet ist, sich selber nicht richtig zu verstehen. Die Frage nach der Lust auf ein bestimmtes Lebensmittel könnte jetzt bei einem natürlich gesunden Geschmacksempfinden, was aber ein moderner Mensch praktisch nicht mehr hat, könnte und würde dann zwangsläufig dazu führen, dass ähnlich wie es früher in der traditionellen Landwirtschaft vor vielleicht 100 Jahren noch praktiziert wurde, weiß jeder ältere Bauer wahrscheinlich heute noch, ist die Kuh krank, legt man ihr, wenn sie nicht mehr aus dem Stall kann, verschiedene Häufchen mit unterschiedlichen Kräutern hin und die Kuh frisst genau das, was sie braucht, um gesund zu werden, was sie draußen auf der Weide sowieso täte. Also wird sich der Situation entsprechend das instinktiv das Passende auswählen. Diese Fähigkeit hat prinzipiell auch der Mensch, nur ist sie völlig verschüttet. Und das, was sich bei modernen Menschen drüber gelegt hat, ist ein Bündel an Glaubenssätzen, die gesellschaftlich kulturell verankert sind und auch regional sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich habe lange in Bayern gelebt und in Bayern ist es völlig normal, Bier als ein flüssiges Nahrungsmittel zu betrachten. Ja, und ohne eine Maß Bier mittags und vielleicht noch ein paar Mal in der Woche eine kräftige Schweinshaxe, ist der Mann halt kein gestandenes Mannsbild. Und das setzt sich in vielerlei Richtungen fort. In anderen Gebieten, wenn wir jetzt nur hier innerhalb Deutschlands eine virtuelle Reise machen und so ziehen, ist hier auch nicht unbedingt so ohne weiteres umsetzbar. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich dann auch gegen irgendwelche Außenwandsgestaltungsparagrafen verstößt oder so. Genau, etwas. Der nackte Beton ist schöner als die Jugend. Ja, ja, also da muss man dann schon sind wir uns ganz einig, völlig klar sein, dass da bestimmt irgendwelche Paragraphen eine Rolle spielen. Ja. Jetzt weißt du, und das finde ich bei dem Thema Ernährung, und da wird es dann für mich extrem spannend, darauf hin, dass wir, wenn wir uns den Begriff der Ernährung und was zur Ernährung dient, sind wir ja fokussiert auf die Dinge, die wir im Restaurant oder im Supermarkt kaufen können oder zu uns nehmen können. Also, wie du jetzt gleich sagen wirst, das ist das Ende bei dem Thema Ernährung. Man sollte aber mal ganz woanders anfangen. Ja. Also der Bogen, was Ernährung ist, ist nicht zu fokussieren oder es begrenzt sich dieses Thema nicht auf das, was ich nachher physisch an Produkten zu mir nehmen kann. Da steige ich gerne drauf ein. Ich möchte nur kurz noch ergänzen zu dem, was du so für mich entscheidend wichtig für die praktische Vorgehensweise ins Spiel gebracht, dass nämlich dieses regionale Einkaufen, die Geschichte des Lebensmittels zu kennen. Ich nehme das jetzt, weil du es gerade aufgegriffen hast, vorweg, sonst kämen wir später zwangsläufig nochmal drauf. Die Lebensmittel werden auch aus Sicht des ganzheitlich denkenden Menschen, also diejenigen, die wirklich ernsthaft organische, ökologische Landwirtschaft betreiben, fatalerweise einfach immer nur nach ihrem substanziellen Gehalt. Also was enthalten sie an Eiweißen, Kohlenhydraten, Fetten, Mineralstoffen, zentralstes Thema überhaupt, obwohl das sogar eher an den Rand gestellt wird, genau, begutachtet. Dann vielleicht noch Biophotonenforschung nach POP, wie viel Licht enthalten sie, strahlen sie aus, aufwendig zu messen. Und aber es mag genügen zu wissen, dass ein hochwertiges Lebensmittel eine stärkere Biophotonenemission hat, mehr Licht abstrahlt, also auch enthalten muss als ein konventionelles. Das, worauf ich hinaus will, ist ein ganz entscheidender fehlender Aspekt, der in der Homöopathie hingegen wohl bekannt ist. Und das ist der informative Gehalt eines Lebensmittels, der aus seiner Entstehungsgeschichte resultiert.
Und so wie es für einen Homöopathen selbstverständlich ist, dass man Wasser informieren kann, um es dann auf Kügelchen aufzuspritzen oder in Ampullen abzufüllen und damit tatsächlich Auswirkungen zu haben, steuernde Auswirkungen im Organismus, ist das auf jede materielle Substanz anzuwenden. Und wir kennen es auch aus der technischen Welt. Wenn ich eine CD oder eine DVD in die Hand nehme, dann ist das eine definierte chemisch-physikalische Struktur. Wenn ich das analysiere, habe ich eine bestimmte Menge an chemischen Elementen, kann sie aber ganz unterschiedlich bespielen. Ich kann ein Gespräch aufnehmen, ich kann Heavy-Metal-Musik aufnehmen, ich kann klassische Musik aufnehmen. Also ein und dieselbe materielle Struktur kann ganz unterschiedliche Informationen beinhalten. Und das ist etwas, was für die Transparenz der Lebensmittelkette eine ganz und gar nicht hoch genug einzuschätzende Bedeutung hat. Denn wenn ich die Geschichte des Lebensmittels kenne, des Tieres, dessen Fleisch ich verzehre oder der Pflanze, die ich verzehre, dann habe ich die Möglichkeit, diese Geschichten zu erkennen und sie unter Umständen, wenn ich in mir Auswirkungen auf dieses Lebensmittel habe, die Verbindung zu meiner eigenen inneren Geschichte herzustellen. Also im Grunde genommen muss man nur das, was das bekannte Prinzip in der Homöopathie ist, generalisieren, verstehen, dass das auch für Lebensmittel gilt. Und dass es eben einen gewaltigen informativen Unterschied macht, ob ich nun Fleisch aus irgendeiner Massentierhaltung verzehre oder von einem Biobauern, dem seine Tiere salopp gesagt am allerwertesten vorbeigehen, oder einem Biobauern, der seine Tiere tatsächlich wertschätzt und wie, was es ja durchaus auch als eine neue Mode gibt, mit ernst zu nehmen im Hintergrund, streichelt. Ja, aber die Biobauern, die ich kennengelernt habe, die treten ihre Kühe genauso gut wie jeder konventionelle Bauer. Die kriegen vielleicht weniger Chemie. Damit bist du bei dem Thema Information. Lass mich da bei der, weil du das angesprochen hast, Pflanze und Tier, ganz kurz die Klammer aufmachen. Du hast es in einem Atemzug genannt. Ich höre jetzt kein Plädoyer bei der gesunden Ernährung für vegetarische Kost. Ist die Bedeutung auch eines Umgangs mit der Pflanze vergleichbar mit dem Umgang mit einem Tier? Das heißt, muss ich hier genauso achtsam oder müsste ich, wenn ich das ganze Thema ernst nehme, genauso achtsam damit umgehen? Und ergibt sich jetzt daraus nicht zwingend, nur weil Pflanzen keine Augen haben, dass ich ein Protagonist vegetarischer Ernährung sein muss, wenn ich überhaupt auf das Thema gesunde Ernährung oder gesund erhaltende Ernährung fokussiere? Also das spricht ja einen emotional hoch aufgeladenen Bereich an. Etwas, was ich in meinem täglichen Tun auch immer wieder erlebe, weil ich halt sehr viel auch Vegetarier, Veganer begleite, die einen sehr großen Anteil der Menschen ausmacht, die sich auf den Weg gemacht haben, dieses System, die Zeit, in der wir leben, kritisch zu hinterfragen. Also natürlich ist uns das Tier mit seinen Augen und seiner Seite. Wie heißt es so schön, du bist, was du isst? Vielleicht sollte es umgekehrt sein und umgekehrt heißen, du isst, was du bist. Ernährungslehren, Ernährungsratschläge sind etwas, was regelmäßig scheitert, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Die Zeitschriften sind voll davon und trotzdem ist das Problem im Frühjahr eines jeden Jahres immer wieder dasselbe. Warum das so sein muss und warum vielleicht etwas tiefer und etwas gründlicher bei diesem Thema nachgedacht werden sollte, das ist Gegenstand des folgenden Gespräches. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wie ist das zu verstehen, wenn man jetzt sagt oder wenn du sagst, nicht du
bist, was du isst, sondern du isst, was du bist. Du verwirrst mich jetzt. Wir müssen am besten, damit wir diesen Spruch gut als Einstieg verwenden können, dass du bist, was du isst, müssen wir mal Essen gegen Mampfen austauschen, okay. Sonst kommen wir mit dem Wortspiel hinterher völlig durcheinander. Also normalerweise sagt man aus der bisherigen Ernährungslehre, Ernährungserfahrung heraus, der Mensch isst, was er isst, also was er mampft. Mhm. Oder was er verzehrt. Der Mensch isst, was er verzehrt. Und wenn das so wäre, dann müssten gesunde Lebensmittel gesunde Menschen zur Folge haben. Richtig. Wenn man jetzt seinen Sehsinn dazu nutzt, um wirklich hinzuschauen und stellt sich für eine halbe Stunde an den Eingang eines Naturkostladens oder eines Bio-Supermarktes, dann sieht man viele Menschen ein- und ausgehen, aber nur ganz wenige, die auch nur gesund aussehen. Also scheint an dieser behaupteten Kopplung, gesunde, hochwertige Lebensmittel erzeugen gesunde Menschen, etwas nicht zu stimmen. Und das ist etwas, was mir schon vor vielen Jahren aufgefallen ist, noch lange bevor mir diese Mechanismen, die dahinter stecken, klar sind. Wenn wir jetzt, also wir müssen im Prinzip jetzt mal als Verdachtsmoment davon ausgehen, dass es Lebensmittel gibt, die zweifellos hochwertig sind. Über Lebensmittel müssen wir auf jeden Fall sprechen, was die Qualität eines Lebensmittels ausmacht. Und auf der anderen Seite der Mensch mit seinen Bedürfnissen und seiner Ansprechbarkeit auf Lebensmittel, die seiner Gesundheit, seiner Ernährung, seinem Überleben dienlich sein sollen. Also es scheint auf jeden Fall etwas zu sein, was wir voneinander trennen müssen. Es entsteht der Verdacht, und das wird sich im Laufe unseres Gesprächs bestätigen, dass dieser Spruch, du bist, was du isst, also was du verzehrst, etwas einen manipulierenden Charakter hat. Also etwas ist, was den Versuch beinhaltet, zwangsweise, ähnlich wie mit einem Medikament, Gesundheit zu erzeugen. Und so sind ja auch alle bekannten Ernährungslehren aufgebaut. So verkauft es auch die biologisch orientierte Industrie, es ist ja inzwischen auch eine Industrie geworden, die den Eindruck erwecken will, wenn du nur etwas Gesundes verzehrst, ich könnte jetzt gehässig sein, sagen, wenn du nur eine Kopfschmerztablette nimmst, dann sind die Kopfschmerzen weg. Wenn du ein gesundes Lebensmittel verzehrst, dann wirst du zwangsläufig gesund, allein aufgrund der Tatsache, weil du das isst. So, und das ist, wie gesagt, mit einer kurzen Überprüfung am Eingang eines Naturkostladens nicht zu widerlegen. Da sind wir aber noch nicht bei dem Umkehrschluss. Nein, zu dem kommen wir jetzt. Bei dir heißt, der Mensch isst, was er isst. Der Mensch isst, was er isst. Und der Mensch umgedreht isst, also mampft, was er isst. Verzehrt, was er isst. Ja. So. Verzehrt, was er isst, würde jetzt, und das ist das, was mir wichtig ist, als vielleicht sogar als Kernbotschaft, als Anregung aus unserem heutigen Gespräch zu vermitteln. Wenn ich so esse, wie ich bin, also so wie ich mein Leben verstehe, so wie ich glaube, dass bestimmte Dinge gesund sind, nützlich sind, um mein Überleben zu gewährleisten, dann esse ich nach meinem Glauben, und das ist ein sehr entspannendes Erlebnis, weil ich ja meine Glaubenssätze befriedige, so wie andere eine Krankenversicherung abschließen, um sich zu entspannen, weil sie sich versichert und abgesichert fühlen. Also wenn man jetzt umgekehrt tatsächlich das ist, woran man glaubt, das wäre jetzt eine andere sprachliche Formulierung, dann würde das entspannen. Und Entspannung wiederum führt zur Aktivierung ist mit der Aktivierung des Parasympathikus, also des Heilnerves, verbunden und würde dann überhaupt erst die Voraussetzung für Heilung, Regeneration und damit für Vitalität, Kraft und Lebendigkeit schaffen. Wenn wir das nochmal rumdrehen, was du ganz am Anfang gesagt hast, würde das ja bedeuten, wenn ich gegen meine Glaubenssätze, gegen meine Überzeugung mir gesunde Ernährung reindrücke, ist das etwas, was mich nicht nur nicht gesund erhält, sondern was mir Probleme oder Unwohlsein